Hallo ihr Lieben und Juhu vom Haribo-Guru. Heute, weil ich so viele Haribo für euch getestet habe, muss ich auch noch diese Haribo-Surf-Trip für euch testen. Die Sorte gibt es schon etwas länger. Bei Aldi gibt es sie. Ich weiß nicht, ob es die auch woanders gibt, aber ich könnte mir gut vorstellen, Aldi hat ja manchmal so exklusive Haribo-Sorten. Das Haribo-Surf-Trip zu den exklusiven Aldi-Sorten gehört, beziehungsweise man kann die bestimmt auch auf der Haribo Homepage bestellen. Nicht erschrecken, die sind auch vegan, nimmt keiner was weg, die sind sauer und vegan, haben drei ziemlich coole Geschmacksrichtungen, nämlich Maracuja, Kokos, Ananas, wie crazy, Kirsch, Ananas und Zitrone, Mango. In der Tüte sind 175 Gramm. Sauer sind sie, fühlen sich so ein bisschen härter an. Auf den ersten Blick dachte ich, ah, wie geil, Haribo Pfirsiche. Sind sie aber nicht, weil sie auch so wie Surfbretter geformt sind. Ich glaube, die müsste es jetzt so seit circa 2 Jahren geben. Und jetzt haben sie endlich den Weg zu mir auch ins Video gefunden. Und ich bin mal gespannt, wie die in Nahaufnahme aussehen. Denn die Nahaufnahme gibt's natürlich auch für euch. Maracuja, Kokos, Ananas. Dann haben wir hier noch Zitrone, Mango. Und was ich super witzig finde, das könnt ihr jetzt hier im Anschnitt sehen, die haben sogar wie beim Surfbrett hier noch so eine kleine, ich glaube, das nennt man Finne, ist hier oben drauf. Und nicht zu vergessen, haben wir auch noch Kirschananas. Was für coole Kombination. Die müssen probiert werden. 3 Sorten-Duos und mal gucken, wie sauer die sind. Los geht's mit der Sorte, die am meisten verspricht. Maracuja, Kokos, Ananas. Ja, es ist wirklich so. Ich muss dreimal hinschauen. Wow, die sind ganz schön widerstandsfähig in der Konsistenz, sage ich mal. Aber nicht so sauber wie erwartet. Es schmeckt Maracuja, Ananas und vielleicht ein Hauch Koch. Kokos schmecke ich auch. Mir hätte Maracuja Kokos allerdings gereicht, weil ich finde, die Ananas zieht so ein bisschen im Geschmack nach unten. Ich finde auch alles, was so ein Gummibär nach Ananas schmeckt, finde ich immer so langweilig vom Geschmack her. So flach. Also ich bin kein Ananas-Fan in Fruchtgummi. Seid ihr Ananas-Fan bei Fruchtgummi? Schreibt es mir in die Kommentare. Ist lecker. So, probiert wird jetzt mal Kirschkokos. Ah, an was müsst ihr denken, wenn ihr Kirsch und Kokos hört? Ich sag's euch gleich. Man kaut sich hier echt einen ab, aber das mache ich gerne für euch. Oh! Na, Haribo Bär ist natürlich auch dabei. Boah. Aber, klar, man kaut, die sind hart, aber die kleben nicht so krass an den Zähnen wie so manche andere vegane Weingummis. Das haben die gut hinbekommen. Hatte ich schon. Was fehlt noch? Richtig. Die fehlen uns noch, nämlich. Moment mal. Kommt total durcheinander. Kirsche, Ananas. Ich habe gerade Kirsche, Kokos gesagt, oder? Und ich finde, Kirsche, Ananas. Richtig geil. Das stört mich auch die Ananas gar nicht mehr im Geschmack. Kirsche und Ananas funktionieren als Duo-Geschmack, also als Geschmackskombination, richtig gut. Mich hat es ja eben so ein bisschen rausgerissen mit der Ananas. In der Kombination Maracuja-Kokos-Ananas. Aber hier, Kirsche-Ananas kann was. Bisher mein Favorit, eindeutig. Zitrone-Mango. Mal schauen. Ui. Es muss ja auch noch sauer werden, ne? Das schafft die Zitrone. Für Sauerfans Zitrone-Mango. Für Fruchtfans Kirsch-Ananas. Ich wollte schon wieder Kirsch-Kokos sagen, weil ich so bei Tida de Coco im Kopf hatte, wisst ihr, ne?
Dieses Getränk aus Batida und Kirschsaft. Ist Alkohol. Man kann aber auch einfach Kirschsaft mit Kokosmilch trinken. Ist genauso lecker. Ich dachte, die Mango ballert mehr. Finde ich aber sehr lecker. Richtig geil geflasht hat mich echt Kirsche Ananas. Wow. Ich würde der Gesamtmischung 8 Punkte geben. Die Mango hätte noch ein bisschen intensiver sein können in der zweiten Sorte. Und die andere Sorte, da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist eine leckere Mischung. Ich finde, die Konsistenz ist super. Ich lächle mal. Die kleben nicht so unangenehm irgendwie an den Zähnen. Manchmal hat man echt das Gefühl, man möchte danach nur noch Zahnseide nehmen, weil überall die Fruchtdinger da festkleben, die Weingummi-Fruchtgummi-Stückchen. Das ist ja nicht der Fall. Ich finde, das ist eine solide, gute, echt leckere Mischung mit einer positiven Überraschung und deswegen auf einer Skala von 1 bis 10, 8 Punkte für Haribo Surf Trip. Kann ich empfehlen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!